Hallo YouTuber und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Real Life Talk Folge. Heute in Dual Commentary mit dem Tim. Moin Tim. Moin Steff. Ja, du kannst am besten was zum Gameplay sagen, weil es deins ist. Ich weiß dazu nichts. Einfach mal, was du gespielt hast, welche Map und sowas. Ja, ich habe Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt auf Highrise und ein kleines TDM. Alles klar. Du hast ja auch heute ein Thema überlegt, über das wir reden möchten oder wollen. Und ja, stell einfach mal ein Thema vor und sag mal, was wir dazu reden werden, beziehungsweise was dir vorgestellt hast, was man darunter alles machen könnte. Ja, also ich wollte mal so darüber reden, wie die Kommentatoren ganz früher waren und wie sie jetzt sind und wie sie sich in dieser Zeit verändert haben. Also sprich, du meinst zum Beispiel YouTuber wie die ersten, waren Tio, M-Core und Anasiri und sowas, wie sie halt von klein auf waren und wie sie jetzt zum Beispiel mit ihren 50 bis 100.000 Subs sind, also wo der Unterschied zwischen den Kommentatoren jetzt liegt. Genau, und wie sich halt ihr Content in dieser Zeit verändert hat. Ja, weiß man ja nicht, ob es verbessert oder verschlechtert ist. Bei den meisten ist es, glaube ich, verbessert. Ein paar Leute würde ich auch sagen, dass sie sich verschlechtert haben, auf jeden Fall. Da werden wir auch drauf eingehen, schätze ich mal. Aber auf jeden Fall soll es kein Gehate sein. Also wenn wir gleich über irgendeinen Kommentator was sagen, wo wir denken, dass er sich zum Beispiel verschlechtert hat oder wo wir auch denken, dass er sich verbessert hat, ist das natürlich jetzt nicht kein Gehate oder sowas, sondern es ist von uns einfach nur, ja, sachlich, dass wir einfach sagen, der und der, das könnte sein, dass er sich verschlechtert hat. Fangen wir einfach mal an, beziehungsweise du fängst einfach mal an und... Ja, leitest das mal so ein bisschen ein, weil mir fällt dazu nicht wirklich ein, was man jetzt genau oder wie man damit anfangen sollte mit dem Thema. Also, es ist ja schon relativ lange her, also ich glaube zweieinhalb Jahre so, da wo CK und Kaboom ihren Kanal erstellt haben. Und so am Anfang waren es ja mehr so Tutorials Videos, wo man halt ganz viele Tipps, weil halt damals niemand wirklich wusste, wieso nimmt man Ninja mit, wieso sollte man sich auch ein Headset kaufen, ich meine, ne? Oder wieso, dass halt man in diesen ganzen Commentaries sehr viele Tipps mitbekommen hat, dass man sich halt verbessern kann. Und so waren die Commentaries halt früher sehr extrem aufgebaut. Ja, ich fand auch, dass das Gute war halt, oder dass für die guten Sachen für die Kommentatoren, die früher kommentiert haben, oder die ersten waren, war halt, dass sie Tipps und Tricks geben können. Das heißt, wenn man jetzt Kommentator wird, fängt gerade an mit seinen 3-4 Subs und man versucht jetzt Tipps und Tricks auf MW2, Black Ops oder MW3 zu geben, dann wird man damit relativ krass aus dem Maul fallen, weil einfach das ausgelutscht ist. Das heißt, jeder von den größeren Kommentatoren hat davon 20 verschiedene Videos auf seinem Kanal, wo er einfach nur Tipps und Tricks zu Maps zum Beispiel oder verschiedene Modusen gibt, also Free-for-All, Team Deathmatch oder zu den Maps, zu den Spielen. Das heißt, man kann eigentlich mit diesen Tipps und Tricks-Gespiele oder mit dem Gemache nur, wenn es hochkommt, die ersten 2-3 Monate eines neuen Call of Duties drüber reden. Das heißt, nicht mal so viel, weil man nicht allgemein drüber reden kann, sondern zum Beispiel bei Black Ops 2 könnte man jetzt dieses Interaktive mit den verschiedenen Wegen im Einzelspieler ansprechen zum Beispiel. Aber der Rest ist ja eigentlich auch gleich, weil Call of Duty verändert sich ja nicht wirklich viel. Das heißt, man hat eigentlich nur eine kurze Zeit, wo man Tipps und Tricks geben kann. Danach muss man meistens off-topic reden oder über das Gameplay an sich. Und das stimmt schon. Also früher war es auf jeden Fall, was die Sachen an Themen und Tipps und Tricks angehen, auf jeden Fall besser, weil man einfach viel mehr Redefluss hatte und viel besser reden konnte. Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Dann ist es halt einfach so gewesen, dass die Leute... wussten dann halt schon die meisten Dinge, also die Tipps, die Kommentator sich denen halt gegeben haben. Und dann haben die sich halt überlegt, was machen wir jetzt, welche Schiene fahren wir jetzt? Und da kam das halt, dass man Themen angesprochen hat, vielleicht zu anderen Spielen, Real-Life-mäßig halt, was bei einem so ist. Und da bis diese Schiene sind sie halt bis jetzt, bis zu dem Punkt gefahren, wo sie nicht mal wissen, worüber sie reden müssen. Ne? Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel mal die verschiedenen Kommentatoren anguckt, das heißt zum Beispiel der Anasiri, der gibt immer noch Tipps und Tricks, aber halt aufs Gameplay bezogen. Sprich, wenn er zum Beispiel ein FFA spielt, dann gibt er halt genau, wie er läuft und gibt dann Tipps, warum er das genauso macht. Das wird auch noch ein bisschen weiterhin so funktionieren, aber es gibt halt auch Sachen wie zum Beispiel CK oder ich mach's auch, ich rede eigentlich nur über Off-Topic, das heißt, ich suche mir vorher ein Thema, informiere mich und rede halt nur über dieses Thema, weil ich einfach finde, übers Gameplay reden, viele Leute gucken das Gameplay gar nicht. Das heißt, wenn ich Call of Duty ein Video bringe, dann guckt 95% der Leute gucken das Gameplay und hören das Commentary und 5% die spielen nebenbei. Und dann würde es nichts bringen, ein Commentary zu machen und über das Gameplay zu reden, wenn es eh nicht alle gucken. Deswegen mache ich es auch nicht. Und weil ich finde einfach, es ist interessanter, noch ein Thema zu bearbeiten, wenn man 5 Minuten Video guckt und nachher auch noch was gelernt hat, so ungefähr. Dann gibt es natürlich noch die Leute wie Kieler Junge, den ich relativ gut finde. Der macht zum Beispiel diese Polit-Commentaries. Das heißt, er redet zwischendurch auch über wichtige Themen oder über Real-Life-Themen, die wichtig angesprochen werden müssen. Da gibt es halt verschiedene Leute, die verschiedene Sachen machen. Wenn man dann ein extremes Beispiel hat, ist zum Beispiel Inscope 21, der Nico, der macht ja dann zwischendurch seine
Cranky Commentaries. Und bei mir ist das auch so. Ich habe den Inscope zum Beispiel auch abonniert, aber nicht, weil ich bei dem irgendwie was lernen möchte oder halt seine Videos gerne gucke oder sowas, sondern bei mir ist das so, wenn ich zum Beispiel ein Video gucke, gerade so Max FPS geguckt, irgendein Thema geguckt und dann denke ich mir so, jetzt brauchst du mal irgendwas, um mal ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Wortgulasch, einfach mal ein bisschen Video gucken. Dann guckst du dir kurz den Nico an, wie er durch die Gegend springt und ordentlich sich abfeiert und rumschreit wie am Spieß. Dann ist es einfach, dann lockert einfach wieder alles ein bisschen auf. Das heißt, ich gucke den Nico eigentlich nur, weil er so steil geht. Und finde das eigentlich relativ interessant. Wie ist denn was bei dir, beziehungsweise was hast du dazu? Ja, also ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr offen. Also ich kann mir genauso gut Max FPS angucken, der wirklich viel Informationen reinbringt, also der total viel Wissen auch hat, fachspezifisch. Und ich gucke mir auch gerne den InScope 21 an. Und jetzt auch ein anderes Beispiel, den Elotrix, habe ich auch kein Problem mit. Gucke ich mir auch an, ab und zu, aber... Ist ja aber auch wieder ein anderes Thema, ne? Ja, also bei Elotrix ist es bei mir so, dass ich ihn nicht gucke, einfach aus dem Grund, dass er nur beleidigt und eigentlich nur, weiß ich nicht, bei dem ist das auch, ich finde das nicht so witzig, wenn man zum Beispiel auf Behinderte rumhackt oder so, keine Ahnung, für mich ist das nichts, für andere vielleicht schon, für mich nicht, deswegen gucke ich ihn nicht, ist jeder sein Ding. Da finde ich, dass der Nico das viel besser verpackt, weil er halt nicht so steil geht, nicht so beleidigt, aber trotzdem halt krass abgeht, so. Das finde ich halt ein bisschen besser. Ja, genau, so eine coole Boss-Aura, wenn er dann ein Video von 24 Sekunden hochlädt, wo er einfach nur Zigarette anzündet. Ja, was könnte man sonst noch sagen, wie sich die Leute verändert haben? Also ich finde auf jeden Fall, dass früher, also vor 2 Jahren oder wann das angefangen ist, 2,5 Jahren, dass viele Leute einfach nur Call of Duty hochgeladen haben und nur Call of Duty-Kommentatoren waren. Und jetzt ist das ja so, man sieht es bei Underserial, man sieht es bei Tio, man sieht es eigentlich bei jedem, den man guckt, dass die, genau wie bei mir, dass die nebenbei andere Spiele laufen haben, dass zum Beispiel bei mir eigentlich gar kein Call of Duty mehr kommt. Okay, jetzt kommt Call of Duty, aber sonst eigentlich mehr Battlefield, League of Legends und sowas, weil ich einfach... Ich hab genug von Call of Duty. Also mir geht's eigentlich nur noch auf den Nerv und das geht vielen so. Viele Leute laden nebenbei irgendwelche Let's Plays noch hoch, einfach um eine größere Bandbreite an Zuschauern zu haben. Für die ganzen Partnerleute ist es halt gut, wenn die eine größere Bandbreite haben. Verdienen natürlich auch viel mehr. Und für mich ist einfach so, ich will einfach mehr Leute ansprechen, damit man auch ein bisschen, weiß ich, so Multikanal hat. Und dieses ganze nur Call of Duty, würde ich das immer noch durchziehen, hätte ich meinen Kanal, glaube ich, schon geschlossen, weil da wird bei mir kein Video mehr zustande kommen. Das glaube ich nämlich auch, weil die Leute, die MW3 allein nur sehen, die kriegen schon Augenkrebs, die können das nicht spielen, die werden sich das nicht angucken. Da muss man halt seinen gewissen Content-Upload halt beschränken auf die Zuschauer. Und ich würde auch mal so behaupten, dass im Laufe dieser Zeit, über diese 2,5 Jahre, wie die Kanäle sich aufgebaut haben, die Community, dass die Zuschauer, das Alter von den Zuschauern auch irgendwie runtergegangen ist. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu? Ich würde nicht unbedingt sagen runtergegangen. Ja klar, also das Hauptaugenmerk weiß doch jeder Kommentator, der seine Statistiken anguckt, ist einfach 13 bis 17. Also da sind wirklich 80% oder 90% der Leute sind zwischen 13 und 17 Jahre alt. Und war früher, glaube ich, auch so. Das Problem ist einfach, dass die Masse größer wird und sobald man mehr Zuschauer hat, wird man auch immer anonymer. Das heißt, wenn man einen Kommentator mit 20 Abonnenten hat, dann kennt man meistens jeden seiner Abonnenten. War bei mir auf jeden Fall so. Dass man jeden, der einen Kommentar schreibt, dass man weiß, wer das ist zum Beispiel oder der öfters einen schreibt. Und wenn man natürlich einen großen Kommentator, der dann pro Video 3000 Kommentare kriegt, da fällt das nicht auf, wenn man zwischendurch mal ein Hate abgibt oder mal rumheult, weil das verfliegt dir direkt. Siehst ja bestimmt bei den großen Kommentatoren, da kommen ja alle 2 Sekunden ein Kommentar. Das heißt, man ist ein bisschen anonym und man kann halt auch zwischendurch flamen, weil es halt nicht gesehen wird, wenn man das mal so hart ausdrückt. Man ist halt anonym in dem Moment. Genau. Und du hast ja gesagt, du wolltest jetzt mal noch ein bisschen auf die Zuschauer eingehen. Wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, also da hat, ich weiß nicht, der Killer Chris hat mal so eine Platte für den Max FPS gemacht. Und der hat die dann ausgepackt, der Max FPS, und so, und man hat seine Arme gesehen. Und dann wurde halt direkt unter den Kommentaren geflamed. Oh, Max FPS, du hast voll die fetten Arme. Was bist du denn für ein hässlicher Typ? Und... Es ist, ich verstehe das nicht, weil das nur weil er, ich meine, für mich ist das einer der informativsten Kommentatoren, den ich wirklich sehr gerne zuhöre. Und dann schreibt man dem sowas unter das Video rum, wo zum Beispiel auch Ei, der Friseur, sich dann irgendwann gedacht hat, jetzt höre ich auf. Und da merkt man halt, dass die Leute ganz schön zerstörerisch sind, so diese Hater oder die Leute, die halt Kommentarbox nicht als Kritikbox oder Belobungs, also halt wo man sagt, was gut war, Box, sondern halt in so eine komische Ich-Flame-Hier-Rum-Box verwandelt haben.
Ja, das ist halt, viele Leute denken gar nicht drüber nach, was sie schreiben und wissen gar nicht, dass sie manche Leute damit ganz schön verletzen können. Das heißt, wenn man, zum Beispiel mir ist das auch egal, wenn zum Beispiel Max FPS Model wäre, dann würde ich natürlich auch drunter schreiben, ne, weißt du, ne? Aber das Internet ist halt anonym, das heißt, man ist nicht hier, um sich da vom Bildschirm oder vor der Kamera rumzuregeln, deswegen machen wir auch irgendwelche Vlogs bzw. Kommentatoren mit Videos, anstatt mit Real-Life-Videos, weil wir uns nicht zeigen wollen, sondern weil wir einfach reden wollen. Und wenn dann aus Versehen mal ein Arm zu sehen ist, ich glaube, das war von Max FPS, der wusste, dass man das sieht, aber ich weiß nicht, warum man dann hatet. Das geht einfach, man sieht sein Gesicht nicht, man sieht nicht, wer er ist und man soll ja auch auf das hören, was er redet. Das ist der Hauptaugenmerk und nicht, wie er aussieht. Das heißt, nur weil jemand eine gute Quali hat oder weil jemand eine gute Quali hat, saugute Videos bringt und dann ein dicker Arm zu sehen ist, weiß ich nicht, warum man auf den dicken Arm rumhatet. Da könnte man viel besser sagen, dass dann an sich die Videos gut gefallen, weil das ist für mich einfach viel wichtiger, als wenn ich dann einen dicken Arm sehe. Vor allem, weil es mich auch gar nicht juckt, ob jemand dicker oder dünner ist. Das ist mir scheißegal, wenn man das jetzt mal so bezieht. Also ich habe, bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich darauf achte, dass ich bin nicht dick und ich bin auch nicht dünn, ich bin so mittelmäßig halt ein bisschen muskulös, aber ich habe zum Beispiel auch kein Problem, wenn jetzt, ich habe auch Freunde, die etwas dicker sind oder auch total dick sind, das juckt mich nicht, hauptsache ich komme in den Charakter klar. Von daher weiß, ja, es ist halt so, man versucht als Hater versucht man immer eine Stelle bei irgendeinem zu finden, wo es ein Wunderpunkt ist. Bei dem Friseur war es dann da seine Schwulheit. Da wurde ja die ganze Zeit immer gesagt, er ist schwul, weil er so redet, ne? Weil er diesen hessischen Akzent hat oder was das ist. Da wurde dann immer gesagt, er ist schwul. Bei Max wird gesagt, er ist dick. Bei Tio wird gesagt, er ist dick und ist ein Ponyfreund. Oder bei CK wird ja, das darf man jetzt nicht zu laut sagen, aber wurde ja darauf umgeleitet, dass er auf Kinder steht. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, also wenn er das sieht. Nicht böse gemeint, sondern einfach, man sucht halt als Hater immer irgendwas, was einem richtig wehtut. Und bei CK hat man gesehen, dass es ihm richtig wehtut. Der ist fast bis zur Anzeige gegangen. Und bei Tio, ja, dem ist es, glaube ich, egal. Dem geht es, glaube ich, nur auf den Nerv, wenn jeder über seine Ponys lästert. Aber sonst ist es halt Hater einfach so. Möchtest du noch irgendwas sagen? Weil jetzt ist auch gleich schon das zweite Gameplay vorbei. Ich habe hinten dran noch ein Gameplay gehangen. Es war noch ein Terminal-Gameplay. Möchtest du noch irgendwas sagen? Also eine Minute ist noch Zeit oder zwei. Also ich will mich erstmal bei dir bedanken, Steff, dass ich halt diese kurzfristige Chance wahrnehmen durfte und mal halt das austesten durfte, wie das so ist mit dem Kommentieren. Und ich hoffe, ihr kommentiert das und bewertet das. Auch weiterhin bei dem Steff und ja, ich wäre fertig. Alles klar, dann würde ich mal sagen, als Videofrage stellen wir einfach nochmal drunter, was haltet ihr von der Community, beziehungsweise in welchen oder was denkt ihr, wie sich die Kommentatoren verändert haben? Das heißt, ihr nehmt euch jetzt einfach mal euren Lieblingskommentatoren, einen von den größeren, die ihr bestimmt alle kennt, und schreibt einfach mal drunter, wie er sich verändert hat. Also was er auf einmal anders macht als vorher, und da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal drunter schreibt. Ja, ich bin auf jeden Fall auch raus. Wenn es euch gefallen hat, gebt einfach einen Daumen. Und ja, euer Maxo. Jupp, ciao.